Hallo zusammen, Dr. Deutsch hier. Heute geht es wieder um das DAF Live-Korrektur von einem Aufsatz einer unserer Abonnentinnen. Sie hat zum Thema mehr Sportunterricht geschrieben. Wie es geklappt hat, werden wir jetzt mal sehen. Hallo Christi, Dr. Deutsch hier. Heute besprechen wir Ihren Aufsatz zum Thema mehr Sportunterricht. Ich lese erstmal das Thema vor und dann kommen wir zu meinem Kommentar. Also das Thema. In deutschen Schulen gehört Sport zu den regulären Schulfächern. In den letzten Jahren hat man aber die Zahl der Sportstunden immer mehr gekürzt. Die sogenannten Hauptfächer wie Deutsch oder Mathematik werden als wichtiger angesehen. Heute weiß man jedoch, dass sportliche Aktivitäten die geistigen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen der Schüler in verschiedener Hinsicht fördern können. Daher fordern viele Wissenschaftler in der Schule wieder mehr Sportunterricht zu geben. Und dazu haben wir auch zwei Grafiken. Die erste Grafik hat das Thema, wie viele Stunden Sport haben Schülerinnen und Schüler pro Woche in der Schule. Die Angaben sind in Prozent und in Altersgruppen. Die zweite Grafik hat das Thema, wie viele Jugendliche sind Mitglied in einem Sportverein. Und ebenfalls gibt es die Angaben in Altersgruppen und in Prozent. Weiter kommen wir zum Thema selbst und zu unseren Aufgaben. Was sollen wir eigentlich machen? Beschreiben Sie und vergleichen, wie sich der Anteil der Schulsportstunden nach Altersgruppen verteilt und wie viele Jugendliche in einem Sportverein aktiv sind. Weiter. Sollte es an deutschen Schulen mehr Sportunterricht geben? Nehmen Sie Stellung zu dieser Frage und begründen Sie Ihre Meinung. Diskutieren Sie dabei, welche Argumente es für mehr Sportunterricht an deutschen Schulen gibt und welche Argumente dagegen sprechen. Gehen Sie auch auf die Situation in Ihrem Heimatland ein. Und ja, dann werden wir sehen, ob Sie alle diese Punkte berücksichtigt haben. Und ja, die Korrektur. Ich lese mal vor und kommentiere, welche Fehler Sie hier haben und wie man es besser machen könnte. Also, die heutige Zivilisation braucht mehr kluge als kräftige Menschen. Deswegen ist heutzutage die Notwendigkeit für einen Sportunterricht sowohl in den Schulen als auch an den Universitäten je niedriger. Hier habe ich zwei Kleinigkeiten notiert, das ist für und einen, also Notwendigkeit für, nicht an, und für erfordert auch Akkusativ, deswegen für einen Sportunterricht. Sportunterricht ist Maskulinum. Weiter, als Beweis dafür können zwei Grafiken dienen, die der Webseite IMAT 2010 entnommen sind. Beweis dafür. Nutzen wir die Präposition für. Beweise haben wir für etwas. Weiter. Eine davon zeigt, wie viele Sportstunden Schülerinnen pro Woche in der Schule haben. Auf dieser Grafik können wir beobachten, dass sich der Anteil der Schüler, die mehr als zwei Sportstunden pro Woche haben, mit dem Alter wesentlich verringert. Was habe ich hier alles notiert? Die erste Kleinigkeit ist, dass sich steht sofort nach der Konjunktion, in dem Fall, wann wir Substantiv haben, und steht nach dem Personalpronomen, zum Beispiel das sich der Anteil oder das er sich. Es gibt auch solche Fälle, solche Situationen. Und weiter habe ich hier auch wesentlich anstatt ziemlich notiert. Das ist nicht so prinzipiell, aber ich denke, dass das Wort wesentlich hierhin besser passt. Weiter. So gibt es einen Unterschied zwischen den Altersgruppen von 6 bis 10 Jahren und über 15 Jahren, der 54% ist, mit einer ganz offensichtlichen fallenden Tendenz. Also, was haben wir hier in diesem Satz? Es gibt vor der Akkusativ plus einen unbestimmten Artikel. Haben und es gibt, das sind die Strukturen, die Akkusativ plus unbestimmten Artikel fordern. Weiter. Die Informationen von der zweiten Grafik zeigen, wie viele Jugendliche in einem Sportverein sind.
wie viele jugendliche Mitglieder. Also ich habe Mitglieder als unnötiges Wort notiert. Die Angaben erhalten wir, wie auch in der ersten Grafik, in Prozent. Anhand dieser Grafik können wir herausziehen, dass der Anteil der Schüler, die über 15 Jahre alt sind, auch hier viel niedriger ist als der Anteil der Schüler aus der Altersgruppe von 6 bis 10 Jahren. Also von 6 bis 10 Jahren, das ist Dativ. Deswegen beachten wir auch die Endung der Substantive. Ja? Okay, weiter. Demzufolge kann man sicher sagen, dass das heutige Ausbildungssystem darauf gerichtet ist, die jüngeren Kinder physikalisch, dieses Wort ist eigentlich nicht so gut hier, also körperlich mehr als die Älteren zu entwickeln. Also körperlich entwickeln und jüngeren, ja, es gibt hier auch Umlaut. Weiter. Okay, weiter. Ich möchte gerne auch meine Meinung dazu voranbringen, weil dieses Thema einen tiefgreifenden Rückblick braucht. Einerseits ist es verständlich, warum es so ist, dass im Laufe der Zeit Schüler weniger und weniger Sportstunden besuchen. Ja, was habe ich hier notiert? Dass im Laufe der Zeit Schüler weniger und weniger Sportstunden auf dem Stundenplan haben, weil das Wort besuchen passt hierhin nicht so ganz genau. Vielleicht möchten sie besuchen, aber haben nicht so viele Stunden auf ihrem Stundenplan. Deswegen habe ich hier so diese Wendung notiert, auf den Stundenplan haben. Weiter. Da, wie ich schon am Anfang des Aufsatzes gesagt habe, die moderne Welt hier fester auf dem Grund der Wissenschaft steht und infolgedessen auch mehrere globale Probleme erhält, braucht sie mehr intellektuelle Arbeitskräfte als die körperlichen. Okay, weiter. Was habe ich hier? Also mehrere globale Probleme. Nach diesen Wörtern, die ich hier notiert habe, viele, einige, folgende, verschiedene, etliche und mehrere, haben wir in Plural Endung e. Ja, also abhängig von dem Kasus natürlich. Ja, zum Beispiel viele, einige, mehrere, globale Probleme, nicht globalen, sondern globale. Weiter, andererseits bringt diese Entwicklung außer der globalen Probleme auch gesundheitliche. Als Folge haben wir viele Jugendliche, ja, das gleiche Thema hier, viele Deutsche, einige Jugendliche und so weiter. Also diese Wörter wie Deutsche, Jugendliche, die heißen eigentlich substantivierte Adjektive. Also vorher waren diese Wörter Adjektive, jetzt sind sie Substantive. Und deswegen werden sie auch als Adjektive konjugiert. Und nach viele, einige, folgende, verschiedene, etliche und mehrere, ja, sollen wir aufpassen, dass sie wie Adjektive ohne Artikel konjugiert werden. Das ist wichtig. Also haben wir viele Jugendliche, die schon so früh irgendwelche körperlichen Störungen wie Arrhythmie oder Verfettung besitzen. Fetterung gibt es sowas nicht, aber Verfettung oder Fettsucht, so können wir diese Wörter hineinstellen. Die schon so früh irgendwelche körperlichen Störungen besitzen. Ja, also Wortfolge. Kleinigkeit, aber trotzdem. Ja, man kann noch zu diesem Thema lange diskutieren, aber anhand der schon angeführten Beispielen kann ich ganz bestimmt sagen, dass ich gegen die Verringerung der Sportstunden bin. Ja, Christi, Ihr Deutsch scheint sehr gut zu sein. Sie haben alles sehr gut philosophisch beschrieben, ganz wenige grammatischen Fehler haben sie hier, aber sie scheinen diese zwei Kleinigkeiten vergessen zu haben. Erste Kleinigkeit,
ist dieser Punkt hier. Diskutieren Sie dabei, welche Argumente es für mehr Sportunterricht an deutschen Schulen gibt und welche Argumente dagegen sprechen. Also, diesen Punkt habe ich in Ihrem Satz leider nicht gefunden. Also die Argumente für mehr Sportunterricht an deutschen Schulen. Ja, es gibt keinen Absatz eigentlich zu diesem Thema. Und es ist auch gut und soll auch beachtet werden, dass Sie genauso viele Absätze in Ihrem Aufsatz machen, wie viele Punkte es in dem Thema sind. Dann ist es leichter zu verstehen, zu welchem Punkt Sie gerade gekommen sind. Aber in Ihrem Aufsatz habe ich nicht gefunden, die Argumente für mehr Sportunterricht an deutschen Schulen. Argumente dagegen habe ich eigentlich gefunden, aber es gibt eigentlich Argumente, warum Sie es nicht irgendwie möchten und nicht unterstützen, dass der Sportunterricht verringert wird. Aber für mehr Sportunterricht an deutschen Schulen, das habe ich nicht bemerkt. Und weiterer Punkt ist, gehen Sie auch auf die Situation in Ihrem Heimatland ein. Das habe ich auch nicht bemerkt. Also dieser Punkt wird oft am Ende des Aufsatzes geschrieben und ja, das fehlt auch in diesem Aufsatz. Deswegen, obwohl Ihr Deutsch gut ist und es nicht so viele grammatische Fehler gibt, würde ich Ihnen eher TDN3 stellen und das ist höchstens, also das ist vielleicht die maximale Punktzahl, die Sie erreichen können, ja, weil Sie einfach diese zwei Punkte nicht erwähnt haben. Okay, hoffentlich hat meine Korrektur Ihnen geholfen und Sie werden dann in Ihrem nächsten Aufsatz auch nicht vergessen, auf alle Punkte hineinzugehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss.